Und über den Government Shutdown spreche ich jetzt mit Florian Söllner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Söllner, keine Einigung im US-Haushaltsstreit. Der DAX startet trotzdem im Plus. Wie passt das denn zusammen? Ja, guten Morgen. Gut, letztlich wurde es erwartet. Es ist ja das typische Taktieren, das Pokern. Es gab es schon oft, dass doch für ein, zwei Tage so ein Shutdown kam. Das ist, wie gesagt, schon gestern erwartet worden, ist schon eingepreist gewesen. Die Märkte gehen eben davon aus, dass man sich doch noch einigt. Also erst wenn es länger dauern würde, dieser Ausnahmezustand, erst dann wird es gefährlicher werden, erst dann wird es teuer werden. Moody's hat jetzt ausgerechnet, dass ein 3- bis 4-wöchiger Shutdown die US-Wirtschaft 55 Milliarden Dollar kosten könnte. Also so viel wie zwei Hurricanes wie Katrina oder Sandy zusammen. Aber wie gesagt, wir sind jetzt erst bei ein paar Tagen, die drohen. Noch ist es nicht wirklich dramatisch. Was bedeutet jetzt der Streit im US-Kongress für die Schuldenobergrenze? Die muss ja ab Mitte Oktober angehoben werden, sonst droht ja eigentlich, theoretisch kann man sagen, die Zahlungsunfähigkeit von Amerika, was man sich nur schwer vorstellen kann. Wie ist Ihre Meinung dazu? Genau, also bisher gilt das ja nur als Vorspiel für die wirklich wichtigen Entscheidungen, die jetzt anstehen. Sie haben es erwähnt, am 17. Oktober die Anhebung der Schuldenobergrenze. Das ist noch deutlich wichtiger für die Märkte, die Schuldengrenze. Liegt jetzt bei 12,4 Billionen Euro und müsste angehoben werden. Und wenn das nicht gelingt, dann wird es wirklich dramatisch und dann könnte der DAX auch mal deutlich negativer reagieren. Und wie lange können die Republikaner im US-Kongress den Druck auf Obama aufrechterhalten, dass er seine Obamacare ein Jahr verschieben muss? Das ist nämlich die gute Frage. Ich denke nicht sehr lange, weil die Mehrheit der Amerikaner ist zwar skeptisch, was die Gesundheitsreform angeht, ist aber auch dagegen, dass man das mit einem Shutdown verhindert. 80% der Bevölkerung teilen das nicht, dass durch einen Shutdown das abgewendet werden sollte. Zudem haben die Republikaner schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit einer solchen Herangehensweise, und zwar 1995, da gab es einen Shutdown, der 26 Tage dauerte und der hat den Republikanern dann geschadet in Umfragen. Insofern steigt der Druck schon täglich auf die Republikaner und allzu lange dürften sie das nicht durchhalten. Sie haben es ja vorhin auch gemeint, die Investoren machen sich auch Sorgen jetzt, dass der Wirtschaftsaufschwung in den USA vielleicht ausgebremst werden könnte. Ist jetzt vielleicht sogar das AAA-Rating der USA in Gefahr? Also noch nicht, also in diesen Tagen noch nicht. Standard & Poor's hat sich heute früh zum Beispiel gemeldet, die haben gesagt, sie rütteln erstmal nicht an ihren Rating, also erst wenn am 17. Oktober dann die Anhebung der Schuldenobergrenze nicht gelingen sollte, erst dann wird das Rating nochmal weiter gesenkt werden. Standard & Poor's ist ja die einzige der drei großen Ratingagenturen, die nicht mehr das Top-Rating haben, nur die zweitbeste Bewertung haben, aber daran halten sie erstmal fest, sie sind derzeit auch noch gelassen. Und S&P geht übrigens davon aus, dass die Anhebung der Schuldengrenze gelingt am 17. Oktober. Ja, gelassen zeigen sich auch die Zinsen auf US-Staatsanleihen. Wie ist denn das zu erklären? In Europa wären die Zinsen ja schon längst wieder durch die Decke gegangen. Ja, das ist genauso zu erklären wie bei den Börsen. Es ist einfach schon sehr viel eingepreist und erwartet in der jetzigen Situation. Florian Söllner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Besten Dank für diese Einschätzungen. Gerne.